Das lobe ich mir doch, wenn direkt schon die erste Szene Monte in Fortnite ist. Wer würde eigentlich gewinnen im 1 gegen 1? Ich bin auf meinem Zenit, ich habe ganz schön improved. Ich? So nämlich. Guck mal, früher war das nicht so. Und wer würde FIFA 1 gegen 1 gewinnen? Ich will ja nicht pushen, aber ich bin Elite. Aha, so nämlich. Das ist krass. Manis? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Hey! Und dann bist du blind, oder was? Stop me! Nein! Das ist wichtig. Jonas. Wenn du noch nie Minecraft gespielt hast. So, Objekt aufsammeln. Und da haben wir sie. Lapis Lazuli. Roberto Carlos mit Haaren? Guckt ihr euch mal an. Der hatte Haare, als er jung war. What the fuck? Der hatte einfach Haare mit 19. Ja, das ist Roberto Carlos. Das auf dem Bild war nicht Roberto Carlos. Bin ich immer noch dabei. Aber ganz safe. So, ich lass die Leute jetzt hier spielen. Mach hier schnell meine Kneten und dann geht's ab. Hey! I don't go. Alter! Guck mal jetzt! Pass mal auf jetzt! Was ist denn mit Carsten? Was ist das für ein Game? Die bezahlt doch gar nicht. Was ist das für ein Game? Gar nicht. Ey, der lohnt sich sowas von sehr, ey, wirklich. Nie wieder. Internetcafé Simulator 2? Können wir auch mal reingucken, wie geil aus. Ohne den. Ole, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Was hat er gesagt? Ole, ich hab's geschafft. Er ist der größte Stream-Sniper. Hallo? Hallo? Moin. Was geht? Lass dich neben Tilted landen. Seid ihr Stream-Sniper? Was? Also seid ihr hier absichtlich reingekommen oder? Was? Nein. Aus Versehen oder wie ist das? Ich spiel gerade einfach nur Void Random. Alter, das ist so schlecht. Willkommen bei McDrive, Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne einen vorzüglichen Cheeseburger, bitte. Mit Karamell, Schoko, Kirschensoße. In zweifacher Ausführung. Süß-sauer, Barbecue, Curry. Richtig. Zwei Eis mit, komm rein. Annabelle ist eine random Viewerin, die das Ganze hier gewonnen hat, weil sie den Kanal abonniert hat. 3,3 Millionen Abos, heilige Scheiße. Das ist voll viel. Zu viel Abo beenden. Denn wenn du unten sitzt, das ist frei, bist du alleine. Du bist einfach alleine. Ich sitze immer unten. Ich lieb das auch. Da ist der Bildschirm auch größer. Jeder will einen großen Fernseher. Unten ist der Bildschirm am größten. Ja, erste Reihe, what the f***. Diese Menschen sind für mich, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wer im Kino in die letzte Reihe geht, bleibt mir vom Leib. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Also letzte Reihe ist schon gut eigentlich, ne? Erste Reihe habe ich einmal in meinem Leben gesessen. Das ist das Allerschlimmste. Es ist genauso schlimm, wie ganz weit außen zu sitzen in einem Riesenkino. Ihr seid für mich keine Menschen. Ihr seid hinten Tiere. Die hinten sitzen, sind Tiere. Digga, da vorne würde mich ja so abfucken, Digga. Du musst ja von hier, musst du ganz nach hier gucken, wenn da was passiert. Und manchmal musst du dann komplett nach hier gucken. Was geht denn da ab? Wie nervig. Mitte ist beste. Vorne ist scheiße. Ey, dieses Ding fühle ich, auf dem wir drauf sitzen. Ja. Hup mal. Hier, nimm noch mal. Ich geb dir 3. Digga, ich spiele das erste Mal seit Monaten wieder Fortnite, Bro. Ich schwör, wie soll ich da nicht ausrasten? Ja, Digga, komm! Wir könnten ja noch ein bisschen Arsch auslecken, Digga. Hey, Ronaldo? Ronaldinho, bitte, es tut mir leid. Digga, was habe ich Ronaldo getan? Tief einatmen.
und vollständig ausatmen. Heute ruhig. Heute ganz ruhig. Das ist so krank. Alter, ich will auch ein 1 gegen 1 gegen Revi. Einfach. Junge, was ist das für eine Satellitenschüssel? Der hat auf jeden Fall mehr als 1000 Sender. Junge, Digga, was ist das denn? Einfach NASA. Oh, oh, was ist das? Oh mein Gott, ich hab Rooney gezogen. Ich hab ihn geliebt. Das FIFA, was ich am meisten gespielt habe, war FIFA 2009. Prime Icon und Team of the Year in einer Packung. Wo kommst du her? Ja, Deutschland. Deutschland? Ja. Ja. Hätte ich mir fast gedacht. Wo denn aus Deutschland so? Aus Türkei. Grobes Bundesland, also kommst du irgendwie aus Hamburg oder aus, keine Ahnung, Bayern oder Frankfurt. In meinem Block sind Paras geschoben. 14. Schock liegt noch auf dem Boden. Normal. Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Soll er abhören? Sehr geil. Nach Unge. Was wird Elena sagen? Elena. Jetzt auch noch Tanzverbot. Oh, Elena. Also gut sieht sie aus, das muss man schon sagen. Elena. Elena. Hier ist gut was los. Der Killer ist hier unter uns. Ich call, dass das Monte nicht ist und laufe hinterher. Okay, einfache Situation, Chat. Jung, Chat, ja. Der den Kill gemacht hat, ist gleichzeitig Ü30. Will dich kündigen, Gärtner. Ja. Aua. Weißt du, ich brauche ihn gar nicht tasern. Der fällt so um von alleine. Ich wollte ihn tasern, ich sehe, er geht durch die Tür, fällt um. Hat auch noch keiner geschafft. Du fährst ja bestimmt auch wenig im Jahr, oder? Mit meinem S63 AMG bin ich in 2,5 Jahren 45.000 Kilometer gefahren oder so. Also geht nicht durchschnittlich viel. Also nicht viel. Die meisten Kilometer waren nach Schenefeld. Und ins Holland Casino. Monte, was hältst du davon, wenn das nächste Fan-Treffen hier vom Casino ist? Franzi ist schon da. So ein Dreck. So eine Scheiße. Ich bin nicht süchtig. Was? Was? What? Alter, was? Ich habe Ronaldo, Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo gezogen. Läuft da draußen irgendwo ein Ronaldo rum? Zieh ich den. Ich habe gerade in 15 Minuten dreimal Cristiano Ronaldo gezogen. Mein Account ist kaputt. Ich kann nur Cristiano Ronaldo ziehen. Halt! Ich habe viermal Cristiano Ronaldo gezogen in 20 Minuten. Ich habe mich geärgert, dass Cristiano Ronaldo nur noch 230.000 kostet und es ist mir zu wenig. Was mache ich dann, weil ich so smart bin? Ich ziehe ihn viermal. Was denkst du, dein Finanzberater? Smart. Ich hatte mal einen Finanzberater. Der meinte, ich soll weniger fürs Zocken ausgeben. Jetzt habe ich keinen Finanzberater mehr. Was für ein Blick, ey, Screenshot. Viermal Cristiano Ronaldo war aber schon geil. Mann, ey, irgendwann komme ich ran an dich. Wie geht die denn auf? Was muss man dafür tun? Die heißt Mohammed Al-Ama oder was? Yo, ich bin Olaf G. Yeah. Doch ein Pfandflaschensammler war ich nie. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid genauso erstaunt wie ich. Werden immer weniger Streamer in den Videos. 90% Trimax-Clips. Da war ganz schön viel drin. Das war Willi? Ich hoffe, ihr seid genauso erstaunt wie ich. Geil. Ich habe das Auto von der PowerPoint-Präsentation aufgenommen. Ich habe tatsächlich auch schon viele Anfragen bekommen, dass ich irgendwie ein Schulreferat oder sowas beenden möchte. Aber das... Das möchte ich nicht. Also, ich ehrlich. Wie nervig. Okay, ey, das war ein gutes Video. Aber die Streamer-Variety ist weniger. Was haben wir? Tanzverbot, Monte, ich, Knossi natürlich, Rohat, Mickey, Revi einmal kurz. Da waren gefühlt nur 6 Streamer drin. Wo sind denn die anderen? Okay.